Eintracht-Sportvorstand. Markus Krösche hat am Mittwochabend Stellung zu den Gerüchten rund um Mittelfeldspieler Donny van de Beek bezogen. Donny ist ein Spieler, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, bei uns in der Rückrunde zu spielen, sagte Krösche kurz nach dem 2-1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Laut verschiedenen Medienberichten sollen die Hessen ganz kurz vor der Leihe des Niederländers stehen. Van de Beek hat bei Manchester United aktuell noch Vertrag bis 2025. Laut Bild will der Sportchef vom Eintracht, Markus Krösche, den Stürmer Geraldo Becker vom Union Berlin im Januar während des Wintertransferfensters holen. Beckers Vertrag in Berlin läuft nächsten Sommer aus. Wenn Eintracht den Wechsel im Winter macht, bekommt Union Berlin eine Gebühr. Aber die kämpfen immer noch gegen den Abstieg. Eintracht braucht dringend einen Stürmer zu Beginn der zweiten Saisonhälfte, weil die beiden Hauptangreifer, Omar Marmoush und Faris Scheibi, nicht das sein werden. Die beiden machen sich bereit für den Afrika-Cup mit ihren Teams Ägypten und Algerien ab Anfang Januar, der am 13. Januar beginnt. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Jederzeit komme ich wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt.